Wahnsinnsspiel und den Gruppensieg. Ein Wahnsinnsspiel gegen die Amerikanerin, die ihr gewonnen habt. Und ihr habt auch den Pool gewonnen. Ja, wir sind jetzt Suppenkrieger und wir schauen einfach, was uns erwartet. Jetzt heute erstmal runterfahren, morgen mal Vollgas im Training und dann vorbereiten aufs nächste Spiel und nicht denken, aber weitermachen. Als ihr den zweiten Satz dann doch verloren habt, wie habt ihr es geschafft, im dritten nicht den Amerikanern das Momentum zu geben, dass sie dann weiter Gas geben? Ich habe für uns entschieden, dass wir noch länger auf dem Center Court spielen wollen. Du hast entschieden, dass wir gewinnen. Also. Genau. Und, damit sich die Kälte lohnt. Genau. Und ich wollte noch ein paar Asse schlagen. Nee. Also am Schluss habe ich ein bisschen nachgelassen im zweiten Satz und habe versucht, das im dritten wieder reinzuholen. Das hat durch gute Teamleistung echt gut funktioniert und darauf bin ich echt stolz.